Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu World of Warcraft, in dem ich leider meine Talente noch nicht umskillen kann, da ich mich nicht in einem Ruhebereich befinde. Das ist sehr, sehr schade. Aber wir nehmen mal den Leerwandler jetzt raus, weil solange ich noch nicht umgeskillt habe, bin ich mir hier noch nicht so ganz sicher. Und dann brauche ich vielleicht mal einen netten blauen Tank, der mich hier ein bisschen noch anders unterstützen kann als der liebe Nockham. Aber wie heißt du? Helnos. Helnos, du bist auch okay. Wir haben schon oft und lange zusammen gespielt, mein Freund, ne? Du bist auch gerne bei mir. Ich weiß es. Ja, dann müssen wir leider warten, bis ich mal in einen Ruhebereich gekommen bin. Ich hoffe aber, ich komme hier so durch mit dem Schrott, den ich mir hier unten reingelegt habe. Aber bis jetzt hat es ja einigermaßen gut geklappt. Aber ich hätte natürlich schon ganz gerne, dass es noch ein bisschen besser klappt. Ja. Helnos macht sie alle um. Das ist schön. Ich hatte eigentlich, sollten wir hier die Furbox nicht, sollten wir nicht mit denen eine Unterredung eigentlich führen? Naja. Ich weiß es nicht mehr. Aber wenn, dann besteht unsere Unterredung jetzt da drinnen, dass wir sie hier alle ummachen. So, ich brauche mal einen Überblick hier über die Lage. Dass ich hier gleich von allen Seiten angefallen werde. Wir müssen ja hier jetzt noch irgendwie auch unsere Banner platzieren. Da müssen wir uns erstmal hier ein bisschen durchschreddern. Da oben sehe ich schon eins. Kann ich das nicht auf die Entfernung hier platzieren? Da explodieren dauernd die Eichhörnchen neben mir hier. Das ist nicht zu fassen, ey. Ja, ich muss da oben irgendwie rein. Na gut. Hätte ich vielleicht von der Seite hier hinten kommen können, ne? Naja. Jetzt bin ich hier von vorne reingegangen. Ist auch egal. Nein, nein. Nicht zur Seite. Du brauchst mal gerade ein bisschen Heilung, ne? Sollst du bekommen? Kommt da wer? Nein. Kommt keiner. So, der ist auch um. Ich habe Aggro. Ich habe von wo? Ach, hier. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut. Ich habe dich nicht gesehen, da hinter dem Baumstamm-Dingentor. Hat er sich voll versteckt, ey. Hat ihm aber auch nicht genutzt, ne? So, okay. Lassen Sie mich mal hier durch. Ach, diese ganzen Bäume hier immer. So. Beanspruchen. Nice. Alles klar. Wo als nächstes? Da unten. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich denn jetzt einen Ghoul hier bei mir? Aber nein, der gehört mir nicht. Der gehört hier dem anderen. Lootet der da gar nicht, der Todesritter. Naja. Vielleicht lootet er auch irgendwie automatisch. Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn mein Banner? Also ich loote aber hier ganz gemütlich. Ja, stört dich nicht. So, hier ist mein Banner. Sehr schön. Ja, fein. Sind wir fertig. Das ging ja mal flotti karotti. Aber du bist mir leider noch im Weg, mein Freund. Ich müsste da mal durch. Oh, Helnos. Du bist aber auch schnell kaputt irgendwie. Kann das sein? Kann ich dich eigentlich auch? Nee, während der Bewegung nicht. Da muss Heilung jetzt gerade mal warten hier. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Wartet nur ab, Trin. Sobald wir dann Nassus erobert haben, werden die Ältesten der Schwarzfälle uns dafür danken, dass wir den Frieden in ihrem Bau wiederhergestellt haben. Wir müssen ihn nur vorübergehend ausleihen. Den Frieden oder den Bau?
Man weiß es nicht so genau, ne? Jetzt ist nicht die Zeit für subtile Gesten. Während der Rest unserer Armee das Lager errichtet, solltet ihr mir folgen. Auf meiner Rückkehr von Zorangar habe ich etwas Interessantes entdeckt. Ich gebe zu, nicht einmal ich hätte einen solch glücklichen Zufall erwartet. Folgt mir und nehmt eine Spitzhacke mit. Okay. Pioniere, nehmt eure Ausrüstung und folgt mir. Bringt alle Schredder mit. Spitzhacke habe ich doch immer am Start. Soll ich mal direkt hinter dir herrennen oder soll ich einfach mal lieber vielleicht ein bisschen... Nein, nicht, nein, nein, nein. Nicht mit dem Wasserschreiter. Der fliegt, glaube ich, nicht so gut, der Wasserschreiter. Ach ja, es ist nicht einfach. Da greift mich was an. Kannst du das mal lassen? Tut ja doch gar nichts, bin doch nur hier lang geflogen. So, runter vom Gaul. Damit wird auch der Letzte, der sich der Horde in den Weg stellt, fallen. Seid vorsichtig, Champion. Die Allianz ist uns anscheinend zuvorgekommen. Dieses Schiff muss aus Darnassus kommen. Das bedeutet, ich habe eine Krähe zu jagen. Und schwupp ist sie wieder weg. Hinter Malfurion hinterher. Ja, okay. Ihr habt den Kriegshäuptling gehört. An die Arbeit. Wir sorgen dafür, dass dieses Azerit nicht der Allianz in die Hände fällt. Ihr habt den Kriegshäuptling gehört. In den Ruinen da drüben schießt Azerit aus dem Boden und die Nachtelfen versuchen es sich unter den Nagel zu reißen. Also begebt euch zu den Ruinen und sammelt etwas von dem Zeug ein. Unsere gesamte Offensive ist in Gefahr, wenn die Nachtelfen das Azerit in ihre Hände bekommen. Sammelt Azerit aus 6 Vorkommen. Die Allianz hat das Azerit vor uns erreicht. Hier wimmelt es nur so von Nachtelfen. Tötet alle, die ihr seht. Wir müssen sicher gehen, dass nicht einer von ihnen der Allianz auch nur eine Unze Azerit überbringt. Tötet 10 Streitkräfte der Nachtelfen. Was auch immer ihr braucht. Okay. Nachtelfen und Azerit. Naja, dann schwimmen wir mal darüber. Auch da liegen ja schon ein paar Tote. Das ist ja nett. Kann ich ja vielleicht, kann ich nicht. Okay, da komme ich ja nicht hoch. Aber dann müssen wir das vielleicht doch ein bisschen im Fliegen hier mal übernehmen. So, Nummer 1 ist schon eingepackt. Le Nummer 2 haben wir auch. So, wer hat noch nicht? Über mir ist einer, ne? Kann ich aber jetzt mit leben. Muss mal ein bisschen zurück. Ich sehe hier wieder Garten. Ja, ja. Jetzt habe ich Aggro. Nee, das geht jetzt im Flug nicht. Nein! Was mache ich hier? So, warte mal. Wir werden mal hier oben die Ecke hier ansteuern. Kann ja schlecht im Fliegen kämpfen, ne? Na, die ist aber hartnäckig hier. Wobei ja. So, 1 von 10, alles klärchen. Wo hätten wir denn nochmal irgendwie, wo nicht ganz so viele vielleicht stehen? Guck mal hier. Das ist doch nice. So, dann packen wir das nämlich mal ein. Auch noch eins, das steht hier so herrenlos rum. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich schon fertig und dann können wir uns um die Nachtelfen kümmern. Mal gucken. Das ist ja sehr zerklüftet hier. Ich lande mal hier unten, ne? So, Helnus, mach's um da. Komm. Endet immer da mit der Beute spielen. Echt. Ich dauere immer alles schon lange hier. Kaldurei-Seite, okay. Jeder außer Reichweite. Was ist mit dem? Ist auch außer Reichweite. Ach, da muss ich ja richtig nah ran hier. Da kommt die Druidin aber hier angesprungen. Das mag sie aber gar nicht. Dass ich sie von unten einfach angeschossen habe.
hier vielleicht, mein Freund? Oh ja, natürlich. Um gleich zwei, warum auch nicht? Ich puff den hier schon mal an, ne? So ein bisschen da Dings drauf. Fellnuss macht den Rest da unten. Zumindest hoffe ich das. So, okay. Oh, guck mal, da ist ja einer hinter mir. Das ist ja nett. Goblin-Magier hier. Ja, dann helfe ich dir mal ein bisschen, ne? Ich helfe dir mal gerade ein bisschen. Oder du mir. Okay. Okay, wo hätten wir... Ja, okay. Stört dich nicht, ne, mein Freund da? Wenn ich hier so ein bisschen bei dir gerade mal mitmache. Aber dann geht es ja ein bisschen schneller. So, da war es nur noch einer, den wir brauchen. Könnte ich mir die hier schnappen? Oh, war ja. Das dauert ja ewig hier. Ja, ich muss unbedingt umskillen, ey. Das ist ja furchtbar. Es ist furchtbar, furchtbar, ihr Lieben. Aber Hauptsache, wir haben es fertig, ne? Wenn ich jetzt hier keinen Ruhepunkt finde, werde ich eventuell in der Aufnahmepause mal schnell irgendwo hinfliegen. Das sollte genügen. Die Nachtelfen werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Oh, das war ganz schön knapp. Diese Nachtelfen hätten besser fliehen sollen, solange sie noch die Gelegenheit dazu hatten. Ich glaube, wir haben hier jetzt alles im Griff. Ihr müsst dieses ganze Azerit zurück zu Zafrik Bumpfix ins Hauptlager bringen. Er wird schon wissen, wie wir dieses Zeug am besten einsetzen können, um die Allianz zu besiegen. Bringt Azerit zu Zafrik Bumpfix im Bau der Schwarzfälle. Ich halte euch den Rücken frei. Okay, das klingt, als würde ich eine Ruhestation ansteuern. Das wäre ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann werden wir eventuell das mit dem Umskillen auch gleich online hier machen. Dann müsst ihr euch das eben mal antun. So, Bau der Schwarzfälle. Wir haben ihn voll übernommen. Wo ist er denn, mein Freund? Da haben wir ihn doch. Redet mit mir. Azerit, für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Kleiner Scherz. Natürlich war es das. Bleibt gut drauf. Oh, ihr habt mir Azerit mitgebracht. Das ist der gute Stoff. Lasst mich nur. Gebt mir eine Sekunde, okay? Noch ein bisschen davon für die Extraportion Bums. Ein bisschen Schießpulver, ein paar Lunden und Kupferspäne, ein paar Prisen meiner Geheimzutat. Und voilà, Modifikationen abgeschlossen. Das Ding ist bombig. Ernsthaft, das würde Gallivix lustlos glatt in die Stratosphäre pusten. Ah, da schlägt ein Goblin-Herz, wisst ihr? Ja, ich höre das. Das macht dir hier Spaß, ne? Okay. Jo! Dieses Ding ist eins meiner besten Stücke, das könnt ihr mir glauben, Kleine. Jetzt, wo es mit dem neuesten Spielzeug aufgerüstet ist, dürfen wir keine Zeit verlieren. Der Kampf tobt an den Windschnellen, fliegt in meinem modifizierten Maschinchen in die Schlacht und macht ihnen die Hölle heiß. Schließt euch der Schlacht bei den Windschnellen an. Schön, dass ich helfen konnte. Wir schließen uns der Schlacht an. Zeit ist Geld. Wir schließen uns der Schlacht an. Kommt bald wieder. Ah, jetzt haben wir uns der Schlacht angeschlossen. Okay, jetzt möchte ich aber trotzdem die Zeit. Nehmen wir uns jetzt. Ich nehme... Ach komm schon, das ist doch hier ein Ruhebereich. Warum klingelt jetzt das Telefon? Mach das Telefon aus. Lasse das Telefon. Kann man das nicht einfach wegdrücken? Ding, 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 ding. Ach Mann, scheiß Hilfe. Okay, es hat auf jeden Fall aufgehört. Es blinkt zwar noch wie irre, aber es ist auch völlig egal. Warum kann ich denn... Ich bin doch hier total in einem Ruhebereich. Warte mal, hier ist doch ein Gastwirt. Uno momento.
Hallo, Gaspard. Oh, du bist doch bestimmt jetzt ein Ruhebereich. Das gibt es doch nicht. Also wenn der Gastwirt hier kein Ruhebereich ist, dann was ist denn dann bitte ein Ruhebereich? Ach, vielleicht ein Bereich, in dem kein Krieg herrscht. Naja, gut. Okay, dann benutzen wir die Goblin-Höllenmaschine. Fliegt mit der Höllenmaschine zu den Wildschnellen. Alles klar, das tun wir. Warum liegt auch dieses blöde Telefon hier? Ich denke, also ich versuche immer daran zu denken, dass ich dieses dumme Ding aus diesem Büro hier entferne, sobald ich aufnehme. Weil während das irgendwie klingelt, kann man das nicht irgendwie stumm schalten oder leise oder wegdrücken oder sowas. Das geht irgendwie nicht. Und ich habe schon an der Nummer gesehen, das war irgend so eine Kacke wieder, wo sie dir irgendwas verkaufen sollen oder du gehst dran und das spricht dann wieder keiner mit dir oder hier irgend so eine nervige Nummer war das gerade, habe ich genau gesehen. Naja. Oh, was? Erwachtes Urtum sollen wir töten und Truppen der Kaldorei sollen wir töten. Ja, na, dann schießen wir mal hier los. Treffe ich auch irgendwas? Ah, jetzt. Jetzt habe ich hier was getroffen. Ein Pärchen. Okay. Es schleppt sich hier ein bisschen. Oh, da ist das Urtum gefallen. Da ist es gefallen. Konnte sich gar nicht wehren. Irgendwie ein bisschen schwierig hier anzuvisieren. Brauche ich denn noch zwei Urtume und noch ein paar Leute. Die Leute habe ich gleich. Urtume quälen sich hier etwas. Okay, da ist es umgefallen. Da ist doch noch eins. Ich das mal, bringt mir das was, wenn ich das anvisiere? Oh ja, es nimmt Schaden. Es nimmt auf jeden Fall Schaden. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Für jeden getöteten Feind erscheinen zwei neue auf dem Schlachtfeld. Diese Pattsituation wird uns nichts bringen. Wir sollten uns im Bau der Schwarzfälle sammeln. Trefft euch mit Fürstin Silvanas Windläufer am Bau der Schwarzfälle. Ja, sie reitet einfach schon mal los, ne? Sagt kein Wort, alles klar. Dann nichts wie hinterher. Und in der Aufnahmepause werde ich erstmal das Telefon rauswerfen. Direkt aus dem Fenster, unten auf dem Parkplatz. Ich wohne im zweiten Stock. Es geht bestimmt kaputt. Dann ist Ruhe im Karton. So, nein, hört auf, mich anzugreifen. Ich möchte das nicht. Wie geht's von hier aus weiter, Kriegshäuptling? An den Wildschnellen besteht ein Patt. Und Malfurion weiß das. Wir müssen unserem Kurs vorerst treu bleiben. Ich führe unsere Soldaten weiter durch die Barriere, während wir auf Nachricht von Sauerfang warten. Bis dahin tun wir, was wir können, um die Kaldorei unerlässlich unter Druck zu setzen. Ruhe ist ein Luxus, den wir ihnen nicht einmal nachts gewähren. Krieg ist Krieg. Okay. Wir müssen warten, bis Sauerfang wieder zurück ist, bevor wir weitermachen können. Für die Horde! Sauerfang. Wird auch Zeit. Seht euch um, Champion. Ist es nicht schön? Die Irrwische zerstreuen sich. Die Barriere bricht Stück für Stück zusammen. Die Zeit ist gekommen. Der Weltenbaum gehört uns. Sucht Sauerfang. Wir setzen dem ein für alle Mal ein Ende. Okay, auf zum Weltenbaum. Sauerfang, das wurde auch Zeit. Seht euch um, Heldin. Welch wunderschöner Anblick. Die Irrwische zerstreuen sich, die Mauern fallen eine nach der anderen.
Die Zeit ist gekommen. Der Weltenbaum gehört uns. Sucht Sauerfang. Wir setzen dem ein für alle Mal ein Ende. Jawohl, schön, dass ich das jetzt nochmal vorgelesen habe, was du eben schon gesagt hast. Meine Liebe, wo müssen wir denn dahin? Da oben, nach Laudanel. Okay, aber hier haben wir... Oh, hier haben wir... Oh. Da gibt es Klamotten, ihr Lieben. Klamotten, die wir richtig gut gebrauchen könnten, so wie es ausschaut. Oh, da kriege ich sogar einen Stab. Oder was? Nice. Wie lange geht denn das noch? 17 Stunden? Okay, ich glaube, Laudanel wird ein bisschen warten müssen und Sauerfang auch, ihr Lieben, denn wir werden uns da vermutlich erstmal versuchen, die Klamotten zu holen. Die können wir gut gebrauchen. Und zwar in der nächsten Folge. Ich hoffe natürlich, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis dahin, eure Trin.